Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. So, ich bin gerade echt nicht sicher, ob ich überhaupt richtig aufnehme und ob die Einstellungen soweit gut sind. Ich nehme jetzt mal gerade mit einem anderen Aufnahmeprogramm auf, und zwar nehme ich gerade mit OBS auf, womit ich auch immer die Livestreams mache. Und naja, bin halt da noch so ein bisschen unsicher. Aber naja, ich werde es ja sehen. Ich will hoffen, dass es jetzt klappt. So wie ich mich natürlich wieder kenne, würde ich. Verkacke ich es entweder oder ich würde sogar noch hier, wie heißt es, die eine Testaufnahme, die ich gerade gemacht habe, würde ich auch noch mit reinklatschen. Aber naja, ich werde es ja sehen. So, ich war dann mal in der Nacht ein bisschen farmen. Ich würde schon sagen, die ist nicht fertig. Aber auf jeden Fall, wir haben jetzt erstmal so ein paar Enderperlen. Dann habe ich hier noch den Tesseract-Frame fertig gemacht. Der kann dann jetzt befüllt werden. Jetzt können wir eigentlich mal hier die Strongboxen so weit hinlegen. Jawohl. Und dann tun wir hier schon mal den Tesseract-Frame rein. Und wir bräuchten vier Enderperlen. Drei, vier. Weil ich auch total in der letzten Folge, also gestern müsste das war ja Euchler gewesen sein, vergessen habe, euch zu wünschen. Soll ich jetzt mal fälschlich. Entschuldigung für gestern. Ich wünsche euch schon mal ein frohes Weihnachtsfest. Lasst euch reich bescheren. Und habt viel Spaß und genießt die Zeit mit der Familie. Wird zwar am Ende trotzdem neu kommen, aber egal. So, also für mich, also heute haben wir bei mir den 21.12. und ich habe heute so einen stressigen Tag gehabt. Was genau war, ich drück's mal so aus. Ich war am Gucken, dass ich die Folgen alle fertig kriege, war teilweise am Rendern bis zum geht nicht mehr. Ja, komm, die Plastik. Ach, ja. Hab auf jeden Fall heute ziemlich viel durchgerendert. Hab heute ziemlich viel aufgenommen. Bin teilweise zwar etwas fertig, aber ich will's echt heute so weit hinkriegen, dass ich Weihnachten überbrückt habe. Weil ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber. Ich will Weihnachten bei meiner Familie sein. Ja, ich weiß, ich bin da so ein bisschen. Ich hab da so ein. Ja, ich weiß auch nicht, wie es aussieht. Ich hab da halt so ein Fetisch. Das klingt jetzt sowas von falsch. Auf jeden Fall, wir haben jetzt hier vier Deep Storage Units. So, und ich würde sagen. Damit die Steine da mal richtig verstaut werden, bräuchte ich jetzt erstmal die, wie heißen, die Dolly. Die müsste ja hier drin sein. Boah, schaut euch das an. Der Mann hat aufgeräumt. Oder so ähnlich. Tun wir die mal da weg und knacken da eine Deep Storage Unit hin. Wer nicht weiß, was eine Deep Storage Unit ist. Da passen Cobblestones rein. Und naja, eine Begrenzung. Ich drücke das Ganze freundlich aus. Also wir könnten jetzt quasi die hier sogar bauen, mache ich mal. Das wird sofort von in die Hose gehen jetzt. Ich habe jetzt so ein gutes Gefühl, dass mein. Ja, da hat man es gerade gesehen. Der kommt schon ganz richtig hinterher gerade. Wo ist jetzt mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Schwert? Ey Leute, will jetzt weg. Wenn das Bedrock-Schwert jetzt weg ist, dann kriege ich aber einen Kotzanfall. Also da könnt ihr dann sagen, was ihr wollt. Da cheate ich mir neu. Ich mache das jetzt erstmal hier voll. Irgendwas stimmt hier zwar ganz und gar nicht, aber
Keine Ahnung wie, aber ist es vielleicht hier irgendwo reingefallen? Nein. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall auch noch rauspumpen. Würde ich sagen, wir haben ja noch ein paar Deep Storage Units über. Lass mal dann auch mal hier das Oakwood reinfallen. Das sollte jetzt dann jeden Moment hier reinkommen oder auch nicht. Na. Genau das, was ich erwartet habe. Gut. Ich glaube, ich müsste erstmal mein Inventar ein bisschen aufräumen. Gut, das ganze Holz geht dann jetzt hier rüber. Hier sollte dann... Oh Leute, wisst ihr was, das gefällt mir echt überhaupt nicht. Das müssen wir glaube ich doch echt über das ME-System machen. Vor allem müssen wir auch noch das Ganze hier schön machen. Ich bin noch unsicher, ob ich überhaupt gerade am Aufnehmen bin, aber ich will doch gerade jetzt nicht... Ich unterbreche mal einfach mal ganz kurz, mal schauen, ob es geklappt hat. Geklappt hat es, bloß ich war zu blöd, um die Aufnahme richtig zu stoppen. Okay. Aber na gut. Weiß ich auf jeden Fall, dass es klappt. So, was ich jetzt aber auf jeden Fall anscheinend machen muss, ich muss auf jeden Fall wieder dann mal die Bedrock Pickaxe holen, weil die wird dann doch noch irgendwie gern behalten. Frag mich echt nicht, wie ich drauf komme. Naja, die ist ja schon noch krass wertvoll anscheinend, wie ihr mir in die Kommentare geschrieben habt. Ich entleere jetzt auf jeden Fall mal gerade mein Inventar so ein bisschen. Komm, tun wir die Inks. Alter, 42 Inks, 6. Auf jeden Fall, was ich jetzt mal machen werde, wie sieht das jetzt hier aus, der hat noch, gut. Ich werde mich mal jetzt schlafen legen. Oder wisst ihr was, ich mache das jetzt mal gerade offen, weil anscheinend ja ziemlich viele Cobblestones und so weiter verschwunden sind. Gehe ich jetzt hier mal gerade offen in den Game Mode. Weil mir ist ja wirklich das Bedrock-Schwert kaputt gegangen, also ist es verloren gegangen. Das sollte eigentlich hier, oder? Nee. Gut, dann suchen wir danach Bedrock. Ihr wisst, ich hatte es offiziell gecraftet, ihr habt es alle gesehen, es ist wirklich verschwunden. Wenn irgendeiner ein Problem damit hat, kann er sich gerne daran wenden, an mich wenden. Können wir dort alles drüber reden. Und vielleicht würde ich sogar dort noch löschen. Gut. Kann auch sein, sollte es dann doch noch auftauchen, werde ich schon mal kurz eine Aufnahme machen, wie ich das dann offiziell lösche. Kann auch sein, dass ich einfach nur zu blöd bin, es zu verzehren. Aber na gut. Wo war ich jetzt dran? Ah ja, ich wollte jetzt rübergehen und schauen, was an Redstone Flakes fertig ist. Naja, weil Redstone haben wir immer noch krassen Mangel und... Hallo, ihr klingt... Boah, richtig schön. Ich finde ja auch das Design vom Bedrock-Schwert in dem Texture Pack richtig geil. Das NPC-Dorf müssen wir irgendwann auch nochmal weiter craften. Natürlich. Du hast das so drauf, Junge. Gut, jetzt melden wir erstmal die Western Flakes, weil das irgendwie ein bisschen wichtiger ist.
Dann schaut euch das an aus einem Blick. 4 Redstone. Oh, das ist so wundervoll. Gut, dann kommt, tu mal Canolas. Was haben die eigentlich jetzt zu suchen? Brauche ich mal hier mit rein. Die Flakes durchkosten da jetzt auch mal hier rein. So, dann machen wir jetzt erstmal die Aquen. Ich weiß gar nicht mehr, woran das gescheitert hat. Die Servos haben wir. Wir brauchen noch die Machine Frames, wenn ich das richtig gesehen habe. Müssten 3 sein. Und wir brauchen Glas. Oh, jetzt weiß ich, wer daraus gescheitert ist. Gut, dann gib du das wieder nach da aus. Mache ich nachher. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal wieder schnell ein Stack Redstone. Findet der Papa sehr schön. Ich würde hoffen, dass das jetzt auch mit der Videoqualität besser läuft. Müsste eigentlich. Und jetzt dürfen wir natürlich warten. Jetzt bin ich gerade am überlegen, was ich zwischendurch machen könnte. Ja. Haben wir hier eigentlich einen Filter? Ja, haben wir. Dann mache ich das jetzt mal so. Dann whiteliste ich hier den Cobblestone. Nehmen Sulfur raus. Die Bienen kann ich auch mal rausnehmen. Mit denen müssen wir irgendwann auch mal was anfangen. Und ich glaube, dann fangen wir vielleicht auch heute mal mit dem großen Crafting-Zeugs an. Was ist jetzt das große Crafting-Zeugs? Ja, da dürft ihr jetzt raten. Na? Schon herausgefunden? Nicht? Oh, schade. Also, das große Crafting-Zeugs, die Storytools ist auch mal dazu, ist ein gutes Lagersystem. Es nennt sich das Emmy-System. Bloß dafür brauchen wir halt auch noch viel einiges an Glas und Netherquarz. Netherquarz dürfte ja jetzt echt nicht mehr das Problem sein. Ich will hoffen, dass das jetzt Sinn war. Wenn nicht, dann habe ich einen. Ah. Muss doch nicht blöd aussehen. Gut, wir haben glaube ich unten ja noch eine Wasserquelle, die wir mal kurz anzapfen können. Boah, nee, weißt du was? Wir machen ihn jetzt gleich nicht als ME-System. Wir haben ja noch was anderes zu tun. Ja. Machen wir mal schnell 2 Eimer voll. Ja, wir haben noch was anderes zu tun. Und zwar müssen wir ja noch die Kuhfarm da, die ich angefangen haben, mal zu Ende machen. Aber erstmal Wasser, 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 Wasser. Machen wir noch hier Cleanstone hin. Ich glaube, das Ganze können wir dann echt beim nächsten Mal auch ein bisschen verschönern. Und das mache ich mal ja ganz schnell ab, also so ja nicht hier. Ich darf nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Wie total geistig verballert bin ich denn? Ja, super. Das
war echt eine tolle Ressourcenverschwendung, die ich da gemacht habe. Ja, da könnt ihr euch mal drauf freuen, dann müssen wir zwangsmäßig irgendwann mal was mit Lava machen. Weil das würde ich nicht auf mir sitzen lassen, so eine Ressourcenverschwendung. Gut, damit ist dann der ganze Plan für heute erledigt. Wir wissen, ihr habt es gesehen, was wir heute machen. Wir werden jetzt richtig schön nachher einfach mal die 15 Compression Dynamos machen. Verdammt, regt mich das gerade auf. Nein, nicht dahin. Gott, bin ich geistig verballert. Ja, komm, wenn wir uns dann jetzt heute hier rumkümmern, dann machen wir das so. Dann machen wir das jetzt heute erstmal hier fertig und schön. Gott, da drehe ich mich jetzt gerade echt auf. Braucht irgendeiner 15 Magmatic Dynamos? Ich nicht. Ich gehe jetzt mal ganz kurz zur Quarry, stöpsel die mal wieder an. Doof, doof. Machen wir hier mal den Wasserfluss dicht. Jetzt sehr schön. Wow, fettes Standbild. Ich hoffe, dass jetzt auch in der Aufnahme die FPS so ziemlich gut sind, weil dann würde ich echt nur noch mit OBS aufnehmen. Aber gut, okay, wir haben natürlich die falschen Dynamos gemacht, und zwar brauchen wir die Compression Dynamos. Halt Flötfüll und Collant, dafür brauchen wir 10 Gears. 30 Tin Gears. Ich nehme jetzt einfach mal so grob legen irgendwie was. Machen wir das so. Wir brauchen 15 Redstone Transmission Coils. Das riecht mich jetzt gerade richtig auf. Ach. Dazwischen kurz war mit Silber, genau. 1, 2, 3. Komm, nehmen wir schon das direkt dran zu Redstone, das wird ja eh noch verarbeitet. Und wir brauchen insgesamt 45. Hin, wenn ich mich nicht vertue. Und dann natürlich Silber. Also, ihr merkt schon, heute ist echt ein guter Tag für mich. So, das sollte dann jetzt passen. Das war ein bisschen sehr verkrüppelt aufgeteilt. Aber ich habe mir da schon mal bei gedacht. Gut, dann haben wir jetzt sogar mal die richtigen. Alter. Wie sieht das hier aus? Nein, Cobblestone soll nur da rein. So, dann haben wir sogar mal die richtigen Dynamos. So. Die drehen wir dann schon mal richtig, wenn wir das dann alles hätten.
Oh Gott, heute ist echt nicht mein Aufnahmetag. Und er singt schon wieder. Was ich auf jeden Fall dann nochmal vorhatte da drüben, da wir ja irgendwo die ganze Energie auch auffangen müssen, wollte ich das mit Redstone Energy Cells machen. Und zwar wollte ich 6 Stück. Oh, wir brauchen aber einiges an Elektron dafür. Ja, habe jetzt dann wieder was an Gold bekommen. Nein. Mist, 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 da, da, da. Ey, es ist Wahnsinn, wie mir immer nur eine Ressource fehlt. Und es wird schon wieder meine Güte. Also ihr merkt schon, ich bin heute echt gut drauf, ne? Welche Energy Cells gibt es denn noch? Needstone Energy auf jeden Fall. Also am liebsten würde ich jetzt echt gerne mit der Redstone Energy auffüllen. Die kannst du aber auch echt nur so machen. Mist, 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 Mist. Haben wir noch Elektrum? Wow, Happy Birthday. Drüben war auch kein Gold mehr, oder? Hätte ich nicht gedacht, dass mir wirklich so krass das Gold mal fehlen wird. Ne. Oh Gott. Ja, dann kann ich ganz ehrlich echt nur noch warten, dass momentan Gold wieder ankommt. Verdammt. Oh, jetzt muss ich überlegen. Dann machen wir einfach so schon mal eine Energieroute. Halt, dass die Energie trotzdem noch hier ankommt. Damit wir wenigstens etwas mit der Energie machen können. So. Hier ist nichts drin. Die sollten dann jetzt auch schon alle anfangen, Energie zu produzieren. Ja, das geht jetzt natürlich halt runter. Ja. Gut, ich werde dann wahrscheinlich offscreen farmen müssen. Mal hier günstig ein Kabel rüber zu legen. Das hat ja sehr gut funktioniert. Was ist denn, wenn wir schaffen, was von hier die Kabel zu treffen? Ja, hier haben wir ein Kabel. Aber nicht genug. Ach. Ich doch alles Bullshit. Komm, lagen wir das Holz auch nochmal ein. Also in diese Deep Storage Unit, da passt erstmal genug Holz rein. Da passen, wenn ich das richtig im Kopf habe, bis zu einer Billion Holz rein.
Na gut, dann machen wir das jetzt erstmal soweit fertig, die Verkabelung, dass die Energie ankommen würde. Hier wäre ich natürlich keine Kabel. Ja, komm. Ich mach mal einfach mal gerade 2, 3. 12. 1, 2. Jetzt habe ich eine 12-Fetzer mitgenommen, das reicht doch erstmal. Egal, das ist einfach liegen. So, Energie sollte damit jetzt ankommen. Ethanol-Tank ist zwar leer, aber muss halt mal wieder ein bisschen offscreen stehen. Das kann langsam weg. Hier haben wir auch noch was drin. Das reicht auf jeden Fall noch. Der Squeezer kann aber schon mal abgebaut werden. Machen das aber auf jeden Fall halt mal soweit schon mal der Grundentrümpelung. Dann nächstes Mal. Das hier kann auch weg. Der auch. Auch. Das muss da bleiben. Ja, die Little Lemon Saplings, die ich ja so lange gecraftet habe. Und das ist auch eine Ender Query. Könnten wir eigentlich uns auch mal ranwagen? Das könnten wir mal versuchen. Okay. Ach ja, muss ja auch noch machen, aber da hat es ja auch das Gold gefehlt. Es mangelt einfach momentan ungemein am Gold. Und du willst dich wachsen! Ich kann ja vielleicht mal schauen, ob ich hier mal bei den Kollegen Street und Drehvolo mal anfragen, ob die vielleicht noch ein paar Sapling sei schon. Gold-Ingots für mich übrig haben bei Sky Factory. Ich glaube, die könnten mich sofort zuschmeißen. Ich habe mich gerade gefragt, wer läuft denn da rum? Doof. Danke. Ey. Oh ja, komm weg, Wanga. Mal wieder ein bisschen die Nachbarschaft aufräumen. Ich dachte schon, läuft da ein böser Skelett rum. Ich bin aber auch echt am überlegen, was ich noch machen kann. Bienen weiß ich, da brauche ich auf jeden Fall auch Gold. Wo brauche ich noch alles Gold? Rotary Craft habe ich irgendwie nicht so viel Lust in nächster Zeit. Also es wird auf jeden Fall nochmal zu Rotary Craft kommen, aber jetzt nicht erstmal in naher Zukunft. Am liebsten würde ich jetzt mal mit dem E-System anfangen, aber ich habe keinen Bock, in den Nether zu latschen. Aber so will ich mein Inventar wieder sehen. Und die Truhen langsam. Gut.
Da bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen dann echt in naher Zukunft mal das ME-System anfangen, damit wir auch unten die Anlage richtig ins Laufen kriegen. Ich glaube, jetzt mal aufs Screen was stehen. Vielleicht verarbeite ich auch noch ein paar Erze. Das kommt hier noch rein, sehr schön. Na gut. Kann man nichts machen. Gut, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Mal. Hoffentlich mit mehr Gold. Wenn es wieder heißt, Let's Play Minecraft Tech World 2. Bis dahin, tschüss.